Moin moin, liebe HSV-Fans. Ich begrüße euch heute zur ersten Ausgabe von Abendbrot mit. Wir werden im Laufe der Saison immer mal wieder Gäste bei uns haben, wie Trainer oder Spieler, und mit denen über alles Mögliche sprechen und uns den Bauch vollschlagen. Und wir haben uns aus aktuellem Anlass heute einen ganz besonderen Gast eingeladen, denn für die U21 geht es am Wochenende los ins erste Spiel der Regionalliga. Und deswegen sitzt neben mir U21-Trainer Steffen Weiß. Moin Steffen. Moin Mats, grüß dich. Du siehst ja, wir haben wunderbares Abendbrot vorbereitet für dich. Hat man als U21-Trainer eigentlich Zeit für Abendbrot? Selbstverständlich. Also Abendbrot ist ja eine tägliche Mahlzeit und Abendbrot ist wichtig. Ja? Und auch wir U21-Trainer oder U19, U17-Trainer, wer auch immer. Und ich glaube auch Herr Titz, ja? Also Christian, wird immer Abendbrot zu sich nehmen. Ja? Ich habe es gerade schon gesagt, am Wochenende, morgen steht das erste Spiel an in der Regionalliga in der neuen Saison bei Germania Egestorf. Was sind deine Erinnerungen an den letzten Auftritt in Basinghausen? Ja, wir sind letztes Jahr nach Egestorf gekommen, da sind wir aus einer schwierigen Phase gekommen und haben dann uns da sozusagen rehabilitiert mit einem sehr guten 5:2 damals, ja, und einer sehr engagierten Leistung, allerdings auch bei ähnlichem Wetter, wie uns das am Samstag erwarten würde. Es war damals schon sehr, sehr heiß und auch am Samstag wird es sehr, sehr heiß, so wie die ganze Woche jetzt. Dementsprechend haben wir ähnliche Voraussetzungen wie damals, zumindest vom Wetter her. Sonst hat sich natürlich einiges getan. Du hast gerade die schwierige Phase angesprochen. Es waren, glaube ich, 5 Spiele ohne Sieg in der letzten Saison. Nach dem 5:2-Sieg gab es dann 6 Spiele in Folge, die gewonnen werden konnten. War das für dich so ein bisschen die Wende? Ja, weil die Jungs natürlich in dem Spiel unglaublichen Charakter gezeigt haben gegen Egestorf und sich aus dieser Delle, eine reine Ergebnisdelle, auch befreit haben. Und dann auch in den Spielen danach mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein für sich selber und mit einer ganz anderen Verantwortung, die sie für sich selbst getragen haben, als auch als Mannschaft, dementsprechend mit einer ganz anderen Brust und mit einer ganz anderen Mentalität da aufgetreten sind. Und das hat uns dann für die letzten 6 Saisonspiele viel, viel stärker gemacht. Wir sind jetzt am Ende der Vorbereitung angekommen. Wie würde dein Fazit aussehen, wenn du das jetzt für mich treffen müsste? Sehr erkenntnisreich. Ja? Also wir hatten viele Testspiele, viele Trainingseinheiten, sehr, sehr intensiv trainiert mit den Jungs, sehr viel individualisiert, weil wir natürlich auch viele Spieler oben haben aktuell bei den Profis, so dass wir einen etwas kleineren Kader aktuell zur Verfügung haben. Aber das wird sich dementsprechend am Samstag auch ein bisschen egalisieren und wir werden da mit einem vernünftigen, breiten Kader auftreten in Egestorf. Ja, war eine sehr, sehr erkenntnisreiche Vorbereitung mit einem guten Trainingslager in Wesendorf. Ja, dass wir gut bestritten haben mit sehr fokussierten Auftreten, mit einer guten Mentalität im Training, mit einer richtigen Trainingskultur, die wir an den Tag legen. Und wirklich mit einem Elan, die Jungs versprühen, was den Ehrgeiz angeht, ja, sich verbessern zu wollen. Jeden Tag, jede Einheit und auch dazwischen, ja, bereiten immer gut die Trainingseinheiten nach, regenerativ auch, machen viele Zusatzsachen und das ist der Weg, den man bestreiten muss, um Profi zu werden. Es war ja für dich auch die erste Vorbereitung mit einer Herrenmannschaft als Trainer. Du bist ja damals etwas überraschend tatsächlich vom U16-Co-Trainer zum U21-Trainer aufgestiegen in dem Moment. Was hat sich für dich in deinem Leben geändert, seitdem du jetzt diese Position hast? Erstmal muss ich korrigieren. Das haben mir ja schon einige gesagt jetzt, dass das die erste Vorbereitung war als Herrentrainer. Nein, das stimmt so nicht. Ich habe auch schon frühere Vereine gehabt, die ich in der Herrenmannschaft trainiert habe. Allerdings bei uns beim HSV. Beim HSV hast du recht. In der Regionalliga, dementsprechend bei einer U21 war es das erste Mal. Ja, was ist anders geworden? Ja, die Trainingseinheiten wären natürlich viel analytischer. Ja, also in Absprache mit meinem Videoassistenten bzw. mit meinem Videoanalysten Philipp Pelker und mit Mehdi Madavikia aktuell als meinem Co-Trainer gehen wir wirklich die Trainingseinheiten auch mal nochmal richtig durch und in der Nachbereitung auch. Das ist natürlich ein größerer Aufwand als vorher, wobei du das auch schon hattest, ja, in der U16 beispielsweise. Aber das Ausmaß hat sich natürlich geändert, ja, weil das im Herrenbereich einfach was anderes ist. Auch du hast eine ganz andere Gegnervorbereitung und das sind ganz andere Quellen. Wenn du jetzt in der U16 arbeitest, hast du nicht immer von jedem Gegner irgendwie ein Video oder ein Spiel, das du dir live angucken kannst, beziehungsweise, wie gesagt, im Videoportal. Und das ist halt bei der U21 der Fall, sodass wir sowohl unsere eigenen Spielprinzipien durchdrücken können, als auch den Blick ab und an nochmal auf den Gegner richten können. Wie spielen die eigentlich? Wo sind die gut? Wo haben sie Schwächen, sage ich mal? Und wo können wir die Potenziale, die wir dann innehaben, wo können wir die am besten ausnutzen, um den Gegner zu bespielen, so wie wir es für richtig halten? Was sind ja alles sportliche Sachen? Ich meine jetzt eher für dich persönlich. Was hat sich da verändert in deinem Leben? Ach, im Vergleich zu U16 gar nicht so viel. Also der Arbeitsaufwand, der war bei U16, bist du schon gut dabei gewesen. Ja? Klar, es hat sich jetzt insofern geändert, dass
das Training der U21 immer oder verhältnismäßig eher in den Morgenstunden ist als bei der U16 in den Abendstunden, weil da die Jungs natürlich Schule haben. Dementsprechend hat sich natürlich mein persönlicher Biorhythmus, wie man so schön sagt, auch ein bisschen geändert. Ja? Von ich komme spät abends nach Hause um 21 Uhr im Gegensatz dessen, also zu U16-Zeiten, im Gegensatz jetzt von... Erzähl weiter, ich mache nur kurz... Ja, ist kein Problem. Im Gegensatz dazu, dass ich jetzt halt morgens sehr, sehr früh hier bin und dann immer noch verhältnismäßig spät den Laden hier verlasse, aber halt nicht mehr um 21 oder 22 Uhr. Ne? Du hast mir mal in einem persönlichen Gespräch erzählt, dass du den Jakobsweg gegangen bist auch und viele Dinge da für dich mitgenommen hast. Was wäre so das entscheidendste Merkmal, was du da auf dieser Reise gelernt hast? Und wenn du erzählst, kannst du dir gerne ein Brot schmieren. Beim Jakobsweg? Genau. Ja, man muss wissen, dass der Jakobsweg ist ein sehr spiritueller Weg, muss man einfach sagen, weil du sehr viele Nationalitäten triffst. Geflügelsalat sonst? Ja, dann nimm doch mal. Ich mach dir. Du schmierst mir eins? Ja, ich schmiere dir. Komm her, dann gebe ich dir das andere. Dankeschön. Brot. Dankeschön. Und erzähl weiter. Der Jakobsweg ist ein sehr spiritueller Weg. Der geht, also wenn du den Originalen läufst, es gibt ja mehrere Wege, der geht 800 Kilometer von einem kleinen Dorf in den Pyrenäen in Frankreich bis nach Santiago de Compostela über mehrere Etappen. Also ich habe 26 Lauftage gebraucht und habe da viele Nationalitäten kennengelernt, viele unterschiedliche Geschichten auch gehört, ja, von ganz vielen verschiedenen Persönlichkeiten, die dich einfach prägen, weil da teilweise auch Geschichten dabei sind, die natürlich nicht so schön sind und Leute da den Weg gehen, um auch Dinge zu verarbeiten. Ja? Und da lernst du einfach eine gewisse Bodenständigkeit. So. Und die musst du hier im Umgang mit den Jungs, das hat mir im Nachgang natürlich viel gebracht, weil du sie hier in den Umgang mit den Jungs auch mit einbringen kannst. Ja? Weil du einfach viel mit ihnen redest, ja? Weil du weißt, viel besser eine Empathie entwickelst und ein Einfühlungsvermögen, wie ist das für einen U21-Spieler? Wie ist das mal, wenn der ein schlechtes Training macht mit 18, 19 Jahren? Wie ist das, wenn der mal nicht spielt? Und dafür entwickelst du halt ein besonderes Gefühl und ja, auch ein besonderes Bauchgefühl einfach. Und das lernt dieser Weg, der ist einfach so spirituell und so überzeugend und gibt dir so ein Selbstbewusstsein auch, wie du dein Leben bestreiten musst, von deinen persönlichen Werten her, dass dir dann einfach hilft im täglichen Umgang. Aber es ist ja völliger Kontrast zum Fußball eigentlich, wo es immer sehr schnell ist, sehr schnelllebig. Was hast du noch für andere Interessen, außer so spirituelle Reisen, sage ich mal? Was gibt es noch, was interessiert Steffen Weiß noch? Wie du dir sicher vorstellen kannst, bin ich ein absoluter Sporttyp. Das heißt, neben dem Fußball gibt es noch andere interessante Sportarten. Ja, wir Fußballer sind ja meistens so, dass wir uns auf diese eine Sache festlegen, aber in meiner Jugend oder in meiner Freizeit habe ich immer auch noch andere Sportarten gemacht. Ja, bin sogar ein Verfechter, haben wir hier in Hamburg auch, von verschiedenen Boulderhallen, also das heißt Klettern ohne gesichert zu sein, in einer verhältnismäßigen geringeren Höhe, ja, weil das den ganzen Körper halt schult und nicht nur ja, einen bestimmten, zum Beispiel nicht nur die Brust, wie das immer so ist beim Bankdrücken oder so, keine Ahnung. So, deswegen bin ich Verfechter von sowas, also ganzheitlichen Ansätzen und die auch Spaß machen und dann dementsprechend auch in der Boulderhalle halt Ziele hast, die du erklimmen musst. Ja, das ist ja wieder so ein Vergleich zum Fußball auch. Die Jungs kriegen von uns auch Aufgaben und Ziele gestellt, die sie erklimmen müssen. In der Boulderhalle ist dann halt da anzukommen, wo der letzte Boulder ist dementsprechend. Also in dem Bereich, aber ich bin auch kulturell ganz gut interessiert. Also ich gehe ganz gerne mal ins Theater zwischendurch oder besuche mal einen Kinofilm. Und zwar nicht diese Mainstream-Kinofilme, die in den großen Kinos laufen, sondern halt mal verhältnismäßig kleiner in so einem kleinen Saal, so mit 30, 40 Sitzen, wo es einfach ein bisschen gemütlicher zugeht, wo das Publikum dann halt auch mal 60 plus im Schnitt ist und nicht 30 plus oder so. Das ist ein bisschen gemütlicher und ein bisschen familiärer als so große Dinger. Aber das Bouldern ist ja auch eher so ein sportlicher Bereich. Du hast auch von Zielen gesprochen, wenn wir jetzt vielleicht wieder zurückkommen zum Fußball. Wenn du eine Zielsetzung für die Saison treffen müsstest, in welche Richtung würde das gehen? Die Zielsetzung für Spieler, die in einer U21 spielen, ist immer dieselbe, nämlich die maximale persönliche Entwicklung, sowohl in den sportlichen Zielen des Einzelnen, als auch natürlich in den Charakterzielen, in der Persönlichkeitsentwicklung. Das sind die beiden primären Dinge. Du hast natürlich immer Aufgaben, die ganz wichtig sind, um das Gefüge stabil zu halten, heißt im Teambuilding-Bereich oder einen vernünftigen Teamgeist zu entwickeln, eine Siegersmentalität. Ja, wir in der U21 werden die Ziele so definiert, dass du einfach sportlich
und persönlich dich so entwickelst. Und so machen wir das Training auch, individualisiert, auf den Einzelnen noch teilweise, dass sie den nächsten Step machen können. Ja, den nächsten Step in der U21 bedeutet für einen Spieler, der aus der A-Jugend kommt, entweder direkt zu spielen oder sich langsam ranzupirschen an die U21. Und für einen etablierten U21-Spieler, der schon ein paar Spiele hat und eine Saison schon da war, dann nochmal versucht, sich zu positionieren für die erste Mannschaft, sich in Schaukasten zu stellen, dass er mal ein Training mitmachen darf, drüben zum Beispiel. Und dann dementsprechend auch performen kann. Und dafür sind halt die sportlichen Ziele wichtig und die Persönlichkeitsziele. Wir kommen langsam zum Ende. Ich habe noch zwei Fragen an dich. Die eine wirst du bestimmt nicht so gerne beantworten. Ich fange aber quasi mit dieser Frage an. Wir hatten vorhin das Thema Abendbrot. Was für ein Abendbrottyp bist du eigentlich? Wer ist denn jetzt hier Geflügelsalat auf einem Brot? Bist du eher der Alaska-Seelachs-Typ oder der Geflügelsalat? Oder machst du dir mal ein Ei? Ich bin so der Eiersalat-Typ, ne, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Ei ist so natürlich proteinreich und das ist am Abend immer ganz gut. Viel Eiweiß hast du mal auch viel gesagt. Eiweiß, genau. Das ist für die Ernährung, ich denke, optimal. Nicht zu viele Kohlenhydrate im Brot darf es auch mal sein, aber nicht so das klassische Weißbrot oder Weißbrötchen, wie man das nennt, ja, sondern so ein schönes Roggen- oder Dinkelbrötchen, das ist, oder Brot, das ist dann dementsprechend der bessere, ja, die bessere Wahl. Sogar, ne? Dinkel haben wir deinen Geschmack perfekt getroffen. Perfekt. Dann die letzte Frage für heute, ich weiß, es fällt dir bestimmt schwer, aber Ergebnistipp für morgen von dir? Also erstmal, Egesdorf ist wieder wie immer ein schwerer Gegner, von dem man absoluten Respekt haben muss, weil sie ja aus ihren Möglichkeiten einfach das Maximum bisher herausgeholt haben. Nichtsdestotrotz ist es so, wir haben als U21 und als Trainer der U21 einen extrem hohen Anspruch einfach an uns selbst. Und wir fahren da sicherlich hin, um das Spiel zu gewinnen. Steffen, vielen Dank. Dann hoffen wir, dass das klappt. Und dann schauen wir mal, wie das Ergebnis ausgeht. Gerne. Danke.